denn er musste doch oft zum Reifen wechseln. Und er musste natürlich auch Sprit fassen, denn 6,3 Liter Hubraum, die müssen auch benutzt werden. So. Unfug, dass der einen Flügel flachstellen darf, damit der überholen kann. Also da kommst du dir vor, wie da, was stimmt da nicht an der ganzen Angelegenheit. Aber Walter, es wird noch schlimmer. Ja. Es kommen die Elektroautos. Ja, okay. Und jetzt? Und jetzt, ja, das stellt sich heraus. Vielleicht machen sie dann wenigstens irgendeinen einen künstlichen Sound dazu, damit sie sich auch wahrnimmt, wenn sie vorbeifahren. Ja. Nee, aber früher habe ich einmal gesagt, oh, früher war alles besser und heute bin ich genauso. Aber das, was heute Motorsport heißt, das hat mit dem nichts mehr zu tun, was wir gemacht haben. Deswegen genießen wir alle die Sounds, die wir noch hören an dem Wochenende. Ja. Wer weiß, wie lange es noch gut geht und wer weiß, wann die ersten Elektroautos hier stehen. Das Auto ihres Vaters und Großvaters den Berg hinauf. Ich freue mich, dass Sepp Krieger Junior hier und zwei der Autos seines Vaters. Internationale aus dem Jahr 69 mit 1999. Auf und Christoph Schwedel. BMW Alpina 202 PS Leistung mit diesem berühmten Entenbürzel hinten, der nicht nur einfach so entwickelt worden ist, sondern als aerodynamisches Hilfsmittel und bei Ohren.
Hans Klausiger wird gleich mal das Blaulicht einmal kurz einschalten. Warum? Das Rettungsfahrzeug damals im Rennsport, Heaven and Earth, der Hans Klausiger haben ja dieses Auto. RS dahinter, 439 Sekunden, 100er S mit Hannes Reitmeier. Ja, danke Hans. Das ist ein echter Hingucker, dass wir solche Leute wie Bernd Mailänder heute haben, die um die Sicherheit sich kümmern, im Formel 1 Rennsport und auch in anderen Rennklassen natürlich. Und der DKW, der Junior. Ich habe gedacht, das wäre Folie, aufgezogen. Aber nein, es ist wirklich unterschrieben. Strafarbeit? Kann sein. Ich weiß es nicht wofür. Wir müssen jetzt später mal fragen. Jemand von uns hat verhört. Ausfindigschild. Konnte. Also er war nicht ganz so breit, wie er jetzt hier gezeigt ist. Wie gesagt, das ist die Sportversion. Aber auch die oder Faust alle anderen. Wunderbare Strecke, wunderbares Wetter, tolle Zuschauer. Wenn man freut.